der Gesellschaft. Und, ja, aber er ist trotzdem hier herangezogen. Er braucht schon Badestände, wenn er Spundwinde hat. Und das ist vollkommen in Ordnung. Ja? Das ist sein allererster Poetry Slam. Er hat schon ein paar Texte. Also Gott, er macht schon die Gewalt an, so gut. Ja, okay. Ja, also. 10 Punkte Applaus bitte für Stefan Sandhüter für seinen ersten Auftritt. Küssen wirklich alle Mädchen gleich?
alle Mädchen so an? Und was ist mit dem Geruch, der Haut und den anderen Dingen, die Jungs an sich haben? Sind die besser? Oder? Falscher Gedanke, das nicht. Eigentlich wusste ich ja, was ich wollte. Und das war gut und sicher und konstant. Eigentlich war der Weg doch dann perfekt vorgezeichnet. Kinder, Hund und Haus. Ach ja, der Baum. Eigentlich ist kein Wort, hat mir jemand zu mir gesagt. Du bist ein Schwamm, hat mir jemand zu mir gesagt. Du musst dich entscheiden, hat mir jemand zu mir gesagt. Dann kam die Sache mit dem Feuer. Wer mit dem Feuer spielt, der kommt darin um, pflegte meine Mutter stets zu sagen. Eigentlich hatte meine Mutter immer recht. Ja, fast immer. Ihr zu beweisen, dass es nicht so ist, war nicht mein Ziel. Eigentlich. Denn da war dieser Duft, da war dieses Lachen, da war diese Vertrautheit, da war diese Geborgenheit, da war diese Lust, da war dieses Puzzlestück, da war diese zweite Welt. Da war aber auch diese Verantwortung, diese Pflicht, diese Gewohnheit, das Rationale, da war dieser Schwamm. Habe ich da Schwamm gesagt? Kann nicht sein, bin ich nämlich eigentlich nicht. Eigentlich ist kein Wort, hat mir jemand zu mir gesagt. Du bist ein Schwamm, hat mir jemand zu mir gesagt. Du musst dich entscheiden, hat mir jemand zu mir gesagt. Dann kam die Sache mit der Erkenntnis. Die Erkenntnis, dass es gar nicht so schlimm ist, ein Schwamm zu sein. Man sollte einen Schwamm nicht immer feucht halten. Wenn er ab und zu austrocknet, verändert sich seine Oberfläche. Sie wird spröde und hart. Man kann sich auch mit einem harten Schwamm den Rücken schubbeln. Das regt die Blutung an. Und eine gute Blutung ist gut fürs Herz und das Gehirn. Und mit einem gut durchbluteten Herzen und einem wachen Verstand gelangt man auch zu Erkenntnissen. Guten Erkenntnissen. Das Wörtchen eigentlich kommt aus dem Mittelhochdeutschen und bedeutet dort ausdrücklich oder bestimmt. Daher fällt es mir leicht, sehr bestimmend zu sagen und ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass ich meinen Schwamm mag. Ja, ich liebe meinen Schwamm. Er begleitet mich mein ganzes Leben. Er ist mal nass und flutschig, dann wieder hart und spröde. Er ist mal weich, dann wieder bestimmt. Ich bin froh, dass ich ihn habe, denn auch er hat mich zu meiner Erkenntnis geführt. Eigentlich ist ein Wort, ein Schwamm bin ich gerne.